Naja, aber eigentlich wollte ich nur sagen, ich wollte kurz sagen, so begrüßt man eine Band, eine Musikgruppe, die aus Prag kommt. Sind die aus Prag gekommen? Nein. Von wo kommen die denn? Aus, verstehst du? Ach so, aus Münde kommen die denn. Und die sind hergekommen und wir sitzen einfach so. Kann ich euch fragen, könnt ihr die letzte Strophe nochmal spielen? Die letzte Strophe. Ganz kurz. Ja, aber ich will den Applaus haben hier. Ja, ich spiele jetzt nicht die letzte Strophe. Du kommst jetzt her, wie es abgesprochen ist. Wir haben immer alles abgesprochen. Oh, ja, shit, komm. Ja, das haben wir auch abgesprochen, wie du das machst. Ja, wo hängst du fest? Ach, dass Männer immer ohne Frauen nichts anfangen können. Nee, ich glaube, ich habe sie fast auf die andere Seite vergessen. Genau. Ha. Ja. Was soll ich machen? Wir sagen jetzt an, dass wir da sind. Also, wir sind da. Ein schönes und Tatsache nicht ganz so heiß hergehendes Spektakel wollen wir euch jetzt bieten, bis ganz um drei, dass wir wieder im Plan hier sind. Und inzwischen ist auch der Boden so weit abgekühlt, dass die Musiker drauf konnten. Das war nämlich der Grund. Die wären uns sonst weggeschmolzen und die Katzendärme, die auf den Instrumenten aufgezogen sind, wären alle durchhängend gewesen. Ihr hättet keinen Ton gehört. Aber dieses Ensemble ist natürlich nicht aus, sondern aus. Ah, das wusste ich. Ja, genau. Ja, kurzum. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie hießen die? Ja, genau. Die heißen. Das auch? Ja. Die ja, sind Beglitzedi. Ja. Und wir würden dazu sagen, das ist das Ensemble Bacchus aus Brunn und Prag. Ah. Ich bin weg. Ja, was ist? Nee, ich wollte nur aus dem Weg gehen. Ach so. Weil ich im Weg. Nee, bist du im Weg? Ach so. Spielen die jetzt? Die spielen jetzt. Die spielen jetzt. Und zwar euch eins von ihren wunderbaren, goldenen Liedern ihrer Städte. Komm. Hier, so, Herr. Supermi, Jubar, Eteris. Thank you.
gemeinsam beendigen, Monsieur. Ja. Ich finde das super. So, jetzt können wir dieses Spektakel offiziell beginnen mit einem Signal. Nicht wahr, Frau Methoden? Wir beginnen jetzt nicht offiziell mit dem Spektakel. Es begann mit zwei wundervollen Liedern. Aber jetzt beginnen wir die Geschichte von Bernau von der ältesten Seite her zu beleuchten. Ach so, das, ja. Ja, natürlich. So, Kontenance, Position, sehe ich gut aus? Ja! Oh, viel motiviert, danke schön. Chris, ja, aber der Hut... Sehe ich gut aus? Ja! Wenn ihr etwas näher kommt, könnt ihr mir auch riechen. Chris, nein. Der Hut muss gerade sitzen. Das, besser? Ja. Deutsche Ordnung? Gut. Ja. Wohlverdient. Geschichte, Historie, erscheint uns Dichte in Geschichtsbüchern. Da bleibt kein Platz über das Warum und Wann und Wie, außer die großen Helden sagen, großen Kriege, großen Erdbeben und was steckt dahinter in Bernau? Ich habe schon viel berichtet in all den Jahren, aber eines habe ich nicht erwähnt. Nämlich, was in Bernau war, bevor Bernau hier war. Ja, richtig. Eine Bärenau. Ein Wald mit Bären, vielen Bären. Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren. Und diese Bärenau wurde besiedelt von allerlei Wesen. Vögel, Tiere, sehr gut gesagt, gut zusammengefasst. So, das ist ein Zwischenapplaus. Und das, was wir nicht vergessen sollten. In Brandenburg sprach man in alten Zeiten nicht Mittelhochdeutsch oder Althochdeutsch. Man sprach Niederdeutsch, was man nicht in Alt und Mittel unterscheidet, sondern einfach nur in Niederdeutsch. Und Niederdeutsch ist den nordischen Sprachen sehr angemessen angenehm. Was wiederum erklärt, es gehört zur Gemeinschaft der Welt, wo Trolle, Elben, ja auch Kobolde, Nisses, Tomtes ihr Wesen und Unwesen treiben. Und genau diese Bärenau mit Heidel und Brombeeren und manchen Weißbären, Schneebären, Eisbären, die da so vorbeischreiten. Ja, gib mal einen Applaus für den Eisbär. Die haben ihren Schutzgeist. Unser Schutzgeist heißt Heinrich. So haben ihn die Menschen später genannt und ist ein wunderbarer Gesell. Unser Schutzgeist hat noch einen Freund, einen Kater, einen Waldkater. Schutzgeist Heinrich und der Kater hatten viel Spaß in dieser Gegend. Geschah es. Markgraf Albrecht der Bär kam in die Bärenau und sah die ganzen schönen Bären. Die einen fraß er, das waren die von den Sträuchern, und die anderen jagte er und aß sie danach auf.
Und so gefiel ihm die Stelle so gut, dass er es erlaubte, hier eine Stadt zu gründen. Und diese Stadt machte unserem Kobold und seinem Wild- und Waldkater überhaupt keinen Spaß. Da waren überall Menschen. Die bauten und schauten, die bauten Mühlen, die bauten Brauhäuser, die bauten Webereien. Und so gingen sie sich das einmal anschauen. Natürlich in der Nacht, wenn es keiner sah, schlichen sie sich durch Busch und Tann an die Stelle an, die ihnen die liebste gewesen war in Bernau. Genau dort war der Marktplatz und die meisten Leute. Sie sahen, dass die Leute fleißig waren. Aber was sollte das? Was ist Fleiß in dieser Art? Fleißig sein muss man, um sich sein Essen zu besorgen oder sein Nest zu bauen zum Schlafen. Aber wofür haben die ihren Fleiß alles ausgegeben? Für Dinge, die weder der Kobold noch der Waldkater verstanden. Die stellten zum Beispiel Stühle und Tische her. Dafür in der Tischlerei. Sie stellten Badezuber her. Man kann auch im Fluss baden. Und sie stellten Ziegel her. Und vor allen Dingen brauten sie Bier. Und wenn sie das Bier getrunken hatten, die Bernauer, dann waren die Bernd ganz besonders anders. Nämlich, sie saßen auf ihren Schemeln fest, die sie vorher mit Bier eingestrichen hatten. Wozu das? Saßen fest und kamen nicht mehr vom Trinken davon. Und wie die sich benahmen? Keine Frage. Das konnte doch zur Ordnung nicht beitragen. Also beschlossen der Kobold und der Wildkater, dieser Sache ein bisschen Unterstützung zu geben. Und sie fingen an, Bernau zu helfen. Den Bernauern in der Nacht, wenn die Bernauer schliefen oder beim Biere selig lallten, räumten sie auf. Sie schafften das eine von links nach rechts, von rechts nach links. Sie tauschten die Hüte. Sie tauschten die Ehepaare aus, wenn sie schliefen. Und mancher Mann wunderte sich, dass seine Frau im Bett des anderen Morgens aufwachte. Er wusste nicht, warum. Und sie gingen in die Küchen und räumten dort ordentlich auf. Und niemand konnte seine Schlüssel mehr finden an manchen Tagen. Ja, nichts war mehr an der Stelle, wo es war. Aber die beiden dachten wirklich, sie helfen. Den Bernauern wurde das bald zu bunt. Sie konnten sich das nicht mehr lange mit ansehen. Dieser kleine grüne Kobold und dieser braune, witzige Kater. Nichts als bunt. Und sie wurden wütend. Und sie wollten sie nicht mehr haben und versuchten sie zu jagen. Sehe, auch ihr fangt an, eure ausgetauschten Sachen zu vermischen. Ja, ihr seid ja jetzt gerade so alle richtig aktiv. Und den beiden blieb nichts anderes übrig, als zu verschwinden, unsichtbar zu werden. Sie waren davon, dachte man. Aber dem war nicht so. Liebe Leute, kennt ihr das noch? Zu Hause kommt in die Küche rein und sagt, Mensch, Kind, ich hab doch das Besteck hierher gelegt. Und mein Autoschlüssel, wo ist denn mein Autoschlüssel? Ja, überhaupt, wie sieht das in dem Kinderzimmer aus? Ja, jetzt wissen wir, wer es ist. Liegt der doch auf dem Sofa, der Alte, und hat die ganzen Kissen verwuschtelt, ist aufgestanden und ich muss aufräumen, sagt die Frau. Und so weiter und so fort. Liebe Leute, das war natürlich nicht euer Ehemann, euer Ehefrau oder eure Kinder. Das war Kobold Heinrich, der unsichtbar sein An- und Unwesen immer noch in Bernau betreibt. Und wer es nicht glaubt, der sollte zum Meister Ekarius gehen, dem Leiter des Heimatmuseums. Auf dessen Schreibtisch räumt er immer am meisten auf. Und der findet nichts mehr, sodass fast die Hussitenschlacht von Bernau nicht als wahrhaft erkannt worden wäre, weil er sie in seinem Schreibtisch, auf seinem Schreibtisch als Geschichte nicht relevant. So ist das gewesen. Und so war das immer. Und damals hatten die Leute aber eine Lösung für dieses Durcheinander. Die saßen nicht da wie ihr. Naja, wir hören mal zu. Wir können ja noch ein bisschen chatten, um das zu überprüfen. Nein, die Leute unternahmen was. Und sie hatten auch eine Lösung. Denn Kobolde und Katzen, die man nicht sehen kann und wo man es anderen unterstellt, da muss es etwas geben. Und so
beriefen sie weise Frauen zu Rat. Die weisen Frauen von Bernau. Schönes gutes Tag, liebes Bernauer Leutchen, guten Tag. Ich bin Magnolia della Fontana, Wahrsagerin. Nun, was ihr wollt wissen? Die Leute wollen wissen, warum es so unordentlich ist und warum, was mit dem Bernauer Bier ist und weil alles so durcheinander ist. Das wollen die Leute wissen. Wollt ihr das wissen? Ja. Aha. Oder wollt ihr noch was anderes wissen? Wenn schon meine Wahrsagerin da ist und wer sind Sie denn? Man nennt mich Uschi. Ich bin die Hexe aus dem Wald. Und was ist euer Amt? Wahrsagerin, die sind doch von morgen, nehmt lieber von gestern. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, ekstatisch, so wie ihr seid, enthusiastisch, so wie ihr schaut, und aufgeregt, das zu hören, was ihr hören wollt. Was wird aus Bernau? Was wird aus dem Bernauer Biere? Und was wird überhaupt aus allem? Die wissen's ja. Da, da, da. Also, ich gucke in Sterne. Ist ein bisschen bewölkt heute, aber Sterne reden trotzdem. Ja. Rosetta Venus. Ja, sagt schöne Dinge voraus. Frauen werden ganz schön. Oh, und die Mars redet von großen Siegen. Da, 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 da. Oh, und Castor und Pollock stehen auch sehr, sehr gut. Da, da, da. Blödsinn, Quatsch. Blödsinn. Sterngucker, die gucken nach oben. Das Wahre liegt im Boden. Ich sehe eine Plastikdeckel. Das ist ein schlechtes Omen. Die Frauen werden fett und die Männer werden fetter. Nee. Das stimmt nicht. So wie ich gesagt habe, bei Sternen nämlich einzige Wahrheit haben, ja. Die Sterne haben nicht die einzige Wahrheit. Wir brauchen ein Orakel. Lasst uns die Götter rufen! Ein Orakel! Deine liebe Sprache, ja? Oh! Ein athletisches Orakel! Also, dann ich werde gucken! Ja? Wie ich habe gesagt, oh ja, da, oh Merkur! Mit 15 Aszendenten in die Fische, ja? Ich hab gesagt, bin gut, dummes Frau. Du hast das Orakel falsch gelesen. Hab ich gar nicht falsch gelesen. Du hast falsch gelesen. Ich werde noch mal das Orakel deuten. Ja! Eindeutig das Bier. Das wird sich drehen und schlecht werden. Natürlich habe ich das Orakel richtig gedeutet. Ich habe das Orakel richtig gedeutet. Du mit einem Sterbe. Man liest im Gedärme. Man liest nicht im Gedärme, das ist ekelhaft. Wir sollten ihn aufschneiden. Nein, wir sollten ihn nicht aufschneiden. Wir sind Kinder. Aber in den Organen steckt das Wahre. Wir sollten lesen in die Flöhe. Oh. Ich habe eine schwarze Maus. Ich habe einen weißen. Wird alles gut. Wird alles schlecht. 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 Alles gut. Wird alles schlecht. Wird alles gut. Wird alles schlecht. Alles gut. Ja. Ja, was ist denn nun? War das jetzt die Weisheit letzter Schluss? Da schlecht. Aber jetzt ist mal aber viel. Da habt ihr nun schon mal ein Orakel heraufbeschworen. Was ist daraus geworden? Ihr steht da, schlecht, gut, schlecht, gut. Und wie geht es weiter? Ja, wird gut.
Na, dann nehmen wir den Mittelweg. Wird halt so halbwegs. Nicht gut ist nichts Schlechtes. Bist du auch weiter dabei? Geht voran. Manchmal schlecht, manchmal gut. Also ich finde ja, wir sollten die Situation noch mal ganz im Privaten mit dem Moral klären. Ja, gute Idee. Ja, wir gucken dann noch mal. Wir gehen noch mal in die Tiefe, in die Materie. In die Tiefe gehen, ja. Und so kam es, meine Herrschaften, dass Bernau bis zum heutigen Tag nicht weiß, was der Morgige bringt. Das zu den Sagen von Bernau, exakt und vorzüglich und nicht zuletzt dem Unruhegeist und Unruhekobold Heinrich zu verdanken, der in Bälde im Internet herumspugen wird, direkt aus dem Schreibtisch des Museumsleiters von Bernau, dem Ekarius. Und ihr könntet die Geschichten von Heinrich dann dort selber alle nachlesen. Dankeschön. Ein Lied wird jetzt erklingen und danach werden wir die Keulen schwingen.
grau ist, genießen wir es. Langsam wird es jetzt hier grauer, dunkler, nass, nässer. Es wird krachen, aber wir harren auf unseren Plätzen aus, stimmt's? Ja, wir harren. Mal sehen, wie lange. Aber damit das Ganze nicht so im harren und stillen, stumpfen Sitzen endet. Oh, ein Plastedeckel, ein schlechtes Orakel. Das war jetzt ein anderer Film. Da wollen wir sehen, dass sich hier etwas bewegt. Wie diese schönen Damen mit diesen herrlichen Hüten. Denn wohlbehütet ist man gegen Sonne und Regen gefeit. Doch wir sehen jetzt hier ein Präzisionswerk Bernauer schlagkräftiger Kultur, nämlich, als was redet ihr heute auf, als Fugeros? Nochmal, ihr habt jetzt nicht gehört. Jetzt kommt ein Spektakel schlagkräftiger Kultur, wo es wirbelt, wo kein Wirbelsturm mithalten kann. Fugeros aus Bernau. Thank you.
Schnell zu flüchten ins Haus.